Farid Bang bekommt jetzt endlich seine Rache und Bösemann geht zu Boden. Wie bereits in dem Song prophezeit, verliert der albanische Rapper durch K.O. Die Ansagen danach kann sich der Banger nicht mehr verkneifen. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Endlich gab es den großen Kampf von Bösemann und Dudi. Und ziemlich selbstsicher ging er in den Ring, um wieder als Champion da rauszugehen. Seinen Gegner Dudi hatte nicht wirklich ernst genommen, wollte lieber einen anderen Rapper verprügeln. Doch wie der Abend dann ausging, damit hat er nicht gerechnet. Dudi dominiert den Kampf, schickt Bösemann sogar zu Boden. Am Ende hat der albanische Rapper kaum noch Kraft, um weiterzumachen. Sein Team schmeißt das Handtuch. Als Dudi gewinnt, ruft er sofort Farid Bang an und der lacht sich kaputt. Kurz darauf folgen jede Menge Instagram-Stories, wie der Banger sich über den Abend lustig macht. Immer wieder hat er ein Handtuch dabei und läuft durch die Stadt damit rum oder macht Party im Club. Er kann Bösemann nach diesem Abend nicht mehr ernst nehmen. Übrigens, auf meiner WhatsApp-Gruppe findet ihr eine Voice-Nachricht von Farid direkt an Bösemann. Link dazu findet ihr wie immer auf meinem Instagram oder in der Bio. Farid Bang, FaceTime, kommt mal alle. Ja, Farid Bang, Wallah, der Sieg war für dich, Wallah. Keiner kommt vor Haustüren, Wallah. Ich küsse den Herz, Farid Bang auf die 1, Wallah.